Hey, hey, YouTube, willkommen zurück. Leben vom Land. Der Herbst ist fast da, es ist die Ertragszeit für Bauern, also achte darauf, etwas Geld für neue Saat zurückzulegen. Wenn es doch keine Whisky-Necker wäre, das wahrscheinlich auch keine dumme Idee. Jep, sobald die Hake fertig ist, holen wir uns die Gießkanne. Mein Knie macht mir wieder, weißt du, was er hilft? Das verdammt mit Pepperoni einzureiben. Ich hab Pepperoni, George. Kein Problem. So. So viele Pepperoni, so viele andere Sachen. Nein, ich möchte den Sommerschmuck nicht essen. Nein. Auf. Soll ich eigentlich deine Videos hatten? Brauchst du nicht. Ich mache meistens einfach die Wots. Wenn du sie cutten möchtest, werde ich dich nicht davon abhalten. Aber brauchst du eigentlich nicht. Ich mache immer so, ich streame und dann mache ich immer an bestimmten Punkt einfach einen Cut. Und das funktioniert ganz gut, um dann so Stunden Videos hochzuladen bei YouTube. Und bei YouTube sind dann eher meine Bots. Die Sachen hier rein. So viel zu verkaufen. Knietherapie. Bringe George eine Pepperoni. Aber ich habe vor, ein 100% Run von, wie heißt es? Einem Spiel zu machen, das ich eigentlich schon durch habe. Ich wollte erst checken, ob ich noch irgendwas davon brauche. Genau, das hier brauche ich noch. Aber der Rest kann weg. Jedenfalls ist das eine Menge ausprobieren und machen. Und da wäre ich dir für deine Hilfe dankbar, wenn du das dann die spannenden Teile rauscutten könntest. Das würde ich irgendwann mal entspannt machen und dann lade ich das bei YouTube hoch. Oder ich streame es und dann müsste das aber für YouTube auf eine angenehme Art gecuttet werden. So. Handwerksfahren. Sicher, dass ich das nicht brauche? Weg. Sortieren. Vielen lieben Dank. Dann gucke ich mal, ob ich das diese Woche noch mache. Dann hast du über Ostern was zu tun. Die Bohnen wollte ich wegpacken. Und hier kommen die Sommersachen hin. Aber hier eine Pepperoni nehme ich mit und gebe die George, nachdem ich überall gegossen habe. Das Gießen nicht vergessen. Wobei die Sprinkler einem schon sehr viel Arbeit abnehmen, wenn man sie ordentlich anbringt. Man muss ein bisschen aufpassen bei so Dingen wie den Hopfen hier, dass man sich nicht einbaut. Und man kann nicht durchlaufen. Ups. Komm her. So. Ja, in 5 Tagen wächst praktisch keine neue Saat von irgendwas nach. Dass es sich lohnt, auch irgendwas zu kaufen oder anzupflanzen. Das können wir alles in der nächsten Jahreszeit machen. Bin gespannt, was es im Herbst alles gibt, was Neues gibt. Ich will immer noch wissen, wo die Explosion herkam. Aber manche Dinge werden wir vielleicht die Wahrheit nie erfahren. Wer hat die Pyramiden tatsächlich gebaut? So, wir müssen auch mal eine
Hake warten. Aber das kann weg. Und dann sortieren wir das hier. Geben George seine Pepperoni. Hast du nicht feste Streamzeiten oder so, wie du lustig bist? Ich hatte feste Streamzeiten. Als ich noch nicht krankgeschrieben war. Aber jetzt, wo ich krankgeschrieben bin, streame ich, wie ich lustig bin. Ich habe mir mein Sprunggelenk gerissen und habe 2 Monate auf dem Sofa gelegen und konnte nicht sitzen und nichts. Und da hat das Stream absolut untergegangen. Und jetzt streame ich zurzeit, wie ich lustig bin, wie ich Lust und Zeit habe. Ich werde auch die Kekse backen. Hier sind Kokosfunde in der Form von kleinen Palmen. Oh. Ich möchte eine Blaubeere. Wie nett, danke. Hier, du kriegst eine Chili. Hast dir ordentlich Zeit gelassen. Inzwischen ist sie so gut und scharf. Danke. Ja, ich kann es nicht empfehlen. Gibt bessere Methoden, seine Zeit zu verbringen. Und es gibt tatsächlich einen Punkt, wo man keine Lust mehr hat, Fernsehen zu gucken. Aquamarin geht zur Neige. Wenn ich zufällig einen finde, kriegst du ihn, Clint. So. Jetzt gehe ich aber Holz hacken. Beziehungsweise. Ja. Ich will 450 Holz, damit ich meine Küche bauen kann. Außerdem liegt hier überall grobes Holz rum, das geht ja gar nicht. Ist hier gefährlich. Also auf meinem Hof ist so viel Holz. Das muss weg. Machen wir mal hier an. Alles gutes Bauland. Ja, Anna, ist nicht schlimm. Also mittlerweile ist es nicht mehr schlimm. Darum kann ich montags mal mit Freunden in die Stadt gehen, was essen. Es war mein erster Ausflug, ohne dass meine Frau mich irgendwo hinfahren musste. Ich konnte einfach mit dem Bus fahren. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs noch, aber funktioniert ganz gut zurzeit. Und ich hoffe, dass ich nach Ostern wieder fit bin und arbeiten gehen kann. Bisschen anderes sehen als meine 4 Wände. Und solange ich noch nur am Rechner sitzen kann und wenig laufen, streame ich, wie ich lustig bin. Dann können wir Robin morgen nicht als erstes sagen, dass sie ein Haus möchte oder ein Haus erweitern möchte. Und dann möchte ich ein Silo und alles absensen. Und wenn ich das Silo und genug Butter habe, dann will ich mir, glaube ich, für den Winter Tiere zulegen. So der Plan. Ich finde, der Winter ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mit Tieren zu starten, weil man nichts anderes machen kann. Wächst ja nichts. Dann kann man sich morgens um die Tiere kümmern und dann in die Mine gehen oder andere Dinge freischalten. Versuchen. Im Gesindehaus. Gesindehaus. Im Gemeindehaus. Wie viel Holz habe ich? 201. Ich habe ein bisschen was in der Kiste. Aber man braucht eine Menge Holz. Komisches Brötchen. Gibt einem eine Menge Energie wieder. Sieht sehr lecker aus. Und normalerweise streame ich auch nicht vormittags oder mittags oder sowas, weil ich andere Dinge zu tun habe. Selbst wenn ich mal einen Tag zu Hause bin und nicht arbeiten muss, gibt es genug Haushalt, den ich erledigen kann.
Ich habe eine dekorative Laterne gefunden. In einem Baum. Okay. Es lohnt sich, so ein Frühjahrsputz. Muss mein Großvater da aufgehangen haben. Ich frage mich, ob ich die an meinen Orangenbaum heften kann. Sieht doch schon ganz gut und frei aus. Kann ich dich an... Ah, nee, steht dahinter. Nicht so spannend. Okay. Gucken wir mal, wie du leuchtest. So. 450 habe ich gesagt, richtig? Gucken wir, was heute noch hinkriegen. Das Moos fliegt auch durch die Gegend. Eine Steineule. Man weiß nicht, wer sie kommt, aber sieht sehr gut aus. Was zum Henker finde ich hier alles auf der Farm rumgammeln? Das kann ich nicht wegkacken. Eine Steineule. Okay. War die schon die ganze Zeit da? Ist sie aufgetaucht, während ich hier rumgelaufen habe? Bis zum Henker. So, 352. Sieht doch schon ganz gut aus. Hier beim Wasser muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Sachen nicht in den See fallen. Wäre ein bisschen schade drum. Einen wunderschönen Abend hier auch. Man sieht sich. Was habe ich gesagt zum ins Wasser fallen? Haben noch ein bisschen Zeit, kann noch ein bisschen was essen. Bisschen weiter meine Farm aufräumen. Komm mal ein bisschen besser durch. Vielleicht findet man ja noch andere. Einen hübschen Weg. Ein Sommerhaus. Ein Airbnb. Was sich halt so im hohen Gras versteckt. Obwohl, ich sollte nicht lästern. Bekannte von mir haben ein Haus gekauft mit einem sehr langen, zugewucherten Garten. Das hinten in einem Feld endet. Und sie haben tatsächlich ein komplettes Gewächshaus unter den ganzen Rhododendron und sonst was gefunden. Ich habe den Ursprung der Explosion gefunden. Pokémon. Hier. Deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um das zu überbrechen. Da ist was runtergekracht. Das ist ein Meteorit. Warum ist die denn so dreckig? Die Farm ist so kaputt, dein Großvater hat sie dir unterschrieben,
Und der Großvater war krank und hat nach jahrelang Rumliegen dann beschlossen, die Farm zu übergeben. Und du kommst praktisch, hast sie bekommen, der Großvater liegt im Bett, und dann nach jahrelang Arbeiten hast du beschlossen, doch auf die Farm zu gehen und den Job aufzugeben. Sodass sozusagen einfach niemand auf dieser Farm gearbeitet hat. Deshalb ist sie so runtergekommen. Leben vom Land, habe ich das gehört? Ja, Herbst ist fast da. Ab ins Bettchen. Und dein Job ist, die Farm wieder aufzubauen, Geld zu machen. Man kann das Gemeindehaus wieder aufbauen oder verkaufen für Geld. Meine Stahlhacke ist bereit. Sehr gut. Ah, Blitz und Donner. Vielleicht lädt sich was auf. Ich habe extra den Blitzableiter aufgestellt. Und ich habe mein Farming verbessert. Er sagt mir jedes Mal, ich habe ein paar neue Ideen, aber man levelt immer nur beim Schlafen auf. Dann gucken wir mal, ob hier was fertig ist in der Höhle. Da wachsen ein paar Pilze vor sich hin. So. Die Laterne habe ich nicht wirklich wahrgenommen, als ich heute Nacht zurückgekommen bin. Ist irgendwas dafür, was ich noch brauche? Ne. Die Spitzhacke ist leider noch zu schwach. Man fängt mit ganz normalen Sachen an. Da kann man sie auf Kupfer upgraden und ich habe sie jetzt auf Eisen upgradet und ich brauche die Goldspitzhacke oder die noch bessere Iridiumspitzhacke, um das abbauen zu können. Ansonsten kann ich das leider nicht machen. Warte, Leute mögen Blumen. Ich gebe Leute Blumen. Aber ich verkaufe mal das hier. Ich habe noch eine uralte Frucht. Senior Girl, weißt du, ob man die uralte Frucht verkaufen kann? Ich habe noch eine. Sommerkürbis. Hopfen. Hopfen. Hello, Sen. I heard you like the food I made. Hier hoch, mal sortieren. Ja, Gold ist weicher im echten Leben, aber in der Spiellogik ist die Reihenfolge Kupfer, Silber, Gold, irgendwas Spezielles, Magisches. Das haben sich Spieledesigner einfach so ausgelegt. I'm happy you like the Ramen. Ich habe für die Mitbewohnerin von Sen am Wochenende, die war zu Gast bei uns, Ramen gekocht. Und die Reste habe ich mitgegeben, damit ihre Mitbewohner, Mitbewohnerinnen das auch probieren können. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Senior Girl. Das war eine reine Neugierdefrage. Eine, ich weiß es nicht oder ist nicht so wichtig, ist vollkommen angemessen. Es stimmt, dass das keinen Sinn macht, aber es ist halt. So. Ich werde dann jetzt mal meine Gießkanne abbauen.
upgraden. Komm her, Gießkanne. Wo habe ich dich wieder reingepackt? Da. Es regnet, die Melone ist beim Sprenger. Das Einzige, was ich noch wirklich brauche. Glaube ich jedenfalls. Sonst habe ich Pech gehabt. Herbst, Tier, Qualität, Handwerker. Ja. Nee, aber es ist in Computerspielen häufig so, dass es irgendwelche Regeln gibt, die nicht so wirklich Sinn machen im echten Leben. Auch was die Eigenschaften von oder Preise von Edelsteinen angeht. Das macht alles keinen Sinn. So. Blümsche. Für dich habe ich gar nichts. Ich wollte auch zu Clint. Der hoffentlich freitags nicht geschlossen hat. Nein. Die Stahlhacke. Sehr schön. Werkzeug verbessern. Hier, ne? Also Gold kostet 5 Goldstücke und 10.000. Der Stahl. Oh, ich habe die Kupfer. Die Gießkanne nicht mal auf Kupfer abgegradet. Ups. Ja, dann mache ich mal den Mülleimer. Merken wir, dass ich das noch upgraden muss. So, dann fahren wir in die Mine. Weil das ist der kürzeste Weg zu Robin. Spiele machen halt vieles, um den Spielspaß zu steigern. Ja. Ich habe den ganz normalen Standardhof genommen, weil ich den hatte ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, und ich wollte nochmal so einen richtigen Standard von Anfang an wann machen und nicht irgendwie einen neuen Hof ausprobieren. Warte. Erstmal kriegt Robin Blümchen. Danke, ist wirklich nett. So. Jetzt. Haus verbessern. 450. 10.000. Hofgebäude errichten. Ich hätte gerne ein Lehm- und Kupferbarren, brauche ich dafür. Und kostet nur 100 Gold? Nicht schlecht. Aber ich brauche mehr Geld. Hier im Sterntal sind wir abgeschnitten aus der Welt. Vielleicht ist das eine gute Sache. Okay, was war das? Hochgebäude. Einen weiteren Versandbehälter. Den kenne ich schon, den Schleimstahl. Pferdestahl, dann kriege ich ein Pferd, kann ich ein Pferd halten. Mit dem Pferd kann man schneller durch die Gegend reiten, auch ganz schön teuer. Ein eigenes Haus für ein Haustier, kann ich ein neues Haustier haben. Eine Hütte für einen Freund, wird das landschaftlich... Anscheinend kann man einfach noch Leute hinzufügen auf seiner Farm. Muss mal gucken. Ein Fischteich. Fische vermehren sich mit der Zeit. Nice. Das kannte ich auch noch nicht. Der Schuppen mit Innengebäude. Okay, der ist auch mir neu. Die Mühle und Stoff ist mir komplett neu. 10 Lehm und 5 Kupferbarren. Und 5 Kupferbarren. Und dann muss man es ein bisschen warten. Aber ich möchte wirklich anfangen, Zeugs für Tiere zu lagern. Bushaltestelle. So. Ich glaube, das ist ein Multiplayer, aber lass mich das mal in Ruhe ausprobieren. Ich möchte dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. 10 Lehm. Ich schaue das einfach nach dem Stream mal in Ruhe. Ich habe ja Zeit zur Zeit. Ich kann ja nirgendwo groß hinlaufen.
und mein nächster großer Ausflug ist Ostern. Ich kann kein Auto fahren zurzeit mit meinem Fuß, weil man muss auch nicht bremsen können, wenn man Auto fahren möchte. Und das kann ich nicht. Wenn ich meinen Fuß nicht belasten kann, kann ich auch nicht sicher damit durch die Gegend fahren. Dann werde ich sehr viel kutschiert zurzeit. Auch nett. So, ich habe noch kein Geld für eine Hauserweiterung. Aber ich hätte gern ein Silo. Ein Gebäude zerstören? Nein. Bauen, bewegen, streichen. Dieses Gebäude kann nicht gestrichen werden. Okay, dann bauen wir das hier. Und ich hätte das gerne hier unten an der Seite, das Silo, aber so, dass man noch durchlaufen kann. Zwei Felder. Machen wir drei Felder. Oder? Ja, ich finde zwei Felder. Sieht ganz gut aus. So. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, am Silo zu arbeiten. Sehr schön. Möchtest du auch eine Blume? Danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Wenn du Maro Freunde wirst, bin ich mir sicher, dass sie dir das Teleskop hinten zeigen wird. Ganz schön aufregend, was? Wie sehr bin ich denn mit Maro befreundet? Zwei Sternchen. Da kommt auch Maro, aber ich habe, glaube ich, nichts zum Schenken außer ein Stück Holz. Ah doch, hier, möchtest du die Suppe haben, Maro? Ein. Das ist ein super Geschenk, dank dir. Hey, erzähl mir eine Geschichte über deine Arbeit auf dem Hof. Das ist wirklich interessant. Ich habe dir nichts erzählt. Na gut. Man kann in diesem Spiel auch heiraten und Kinder kriegen. Dafür muss man eine der Personen, die ledig sind, bis 8 Sterne voll kriegen und dann muss man ihnen den Hof machen mit Special Quest und allem. Ich habe meine Hake nicht dabei. Und da sind Würmchen. Ich habe mir noch keine zukünftige oder zukünftigen rausgesucht. Ich weiß, dass ich Shane nicht leiden kann. Und Haley nicht. Penny ist ganz nett. Maru ist ganz nett. Alex ist auch nervig, genauso wie Elliot. Abigail habe ich, glaube ich, in meinem ersten Run versucht zu heiraten. Emily ist auch ganz nett. Hayley ist raus. Lea ist auch ganz nett, die sehe ich nur nie. Sam, man kann dich nicht leiden. Also die Typen kann ich alle nicht leiden. Darum würde ich das nicht machen. Also eigentlich wird es Penny, Maru, Abigail oder Emily. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich irgendwann einen Poll in meinem Discord oder hier im Chat, wobei ich glaube ich noch gar keinen machen kann. Ich glaube, es ist auch so hinter einem Affiliate geblockt. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich das machen kann, welche der vier ich romanzen soll. So, mehr Gold. So, wir haben 4 Eisenbarren nur. Ich möchte mehr Sprinkler bauen. Und für Sprinkler brauche ich ein Eisenbarren. Das heißt, ich möchte eigentlich noch gerne mehr. Ich habe eine Stahlhacke doch dabei. Zurück. Zum Würmchen. Und dann bringen wir dich auch weg. Und dann gehen wir damit auch noch in die Mine. Auf die oberen Ebenen und holen ein bisschen Eisen, damit ich mehr Sprinkler bauen kann. Ich habe die hier ganz frisch, meine Hacke.
Das Heiraten geht relativ einfach. Ach, der Multiplayer. Ja, super. Ja, dann gucken wir doch einfach mal in Ruhe, wann wir dann. Ich habe vor Ostern. Muss ich mal gucken. Brokkolisamen. Herbst angepflanzt. Ha, witzig. Ich glaube, die sind auch neu. Die kannte ich noch nicht. Ja. Dann WhatsAppen wir doch einfach Okayo. Ich gucke mal in den Kalender. Morgen kann ich nicht. Und wenn du bei deinen Großeltern bist, müssen wir die ja auch involvieren. Also, dass sie nicht irgendwie planen, mit dir essen zu gehen oder sowas. Und dann es da Ärger gibt oder sowas. Ich glaube, Mine verlassen. Ich muss. Kann direkt so auf Level 20 gehen oder sowas. Um an Eisen zu kommen. Was? Auch nett. Und die Zwergenschriftrolle 1. Hat sich schon gelohnt. Aber ich will Eisen. Bist du einverstanden, Okayo? Scheine noch auf Kupferebene zu sein. Ah, bei denen bist du. Ja, die kenne ich nicht. Das musst du dann regeln. Aber ich gucke morgen meinen Kalender, gebe dir ein paar Termine und dann kannst du einfach mal, kannst mir einfach antworten. Kriegen wir in deinem Urlaub bestimmt noch, in deinen, ja, in den Ferien bestimmt noch hin. Geh nicht so einen Weg rum. Eine Süßkartoffel. Nice. Und noch eine Zwergenschiffrolle. Okay, Kupfer ist auch nett. Und die einfach zu tötenden Sachen sind auch nett. Aber ich wollte eigentlich Eisen. Komm her. Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber wir könnten auch überlegen, wenn der Multiplayer funktioniert, das können wir einfach ausprobieren, ob du dann bei dir streamen kannst und ich bei mir. Es gibt so Partner-Stream-Möglichkeiten, dass jeder in seinem Kanal streamt. Oh nein. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Bukayo. Ach so, du guckst auf dem Laptop, hoffe ich. Ja, kriegen wir schon hin. Bist ja nicht aus der Welt. Ansonsten schreiben wir im Discord. Das geht ja auch. Zwei versuche ich die Nummer deiner Großeltern raus. Mysteriöse Kiste. In der heutigen Zeit. Geht ja alles. Ich habe mittlerweile irgendwie sieben verschiedene Messenger auf meinem Handy, weil unterschiedliche Menschen nicht wollen, dass man mit gewissen Messengern kommuniziert. Was jemandem das relativ egal ist, mit welchem Messenger er kommuniziert, sorgt, dass man sehr viele Kontaktmöglichkeiten hat. Und auch sehr viele Dinge checken muss, ob da jetzt jemand drauf geantwortet hat. Okay, wir sind in den Gifthöhlen ab. Hier ist es tödlich. Weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal hatte. Aber hier kann man sehr einfach Schleime töten auf einmal mit einer besseren Waffe. Ah, das ist ein Level, wo man alle Monster töten muss, damit dann die Treppe irgendwo auf. Der Weg nach unten hat sich geöffnet.
Direkt vor der Stufe. Wie viel RAM braucht denn das? Oh, das muss ich nachgucken. Das mache ich. Kann ich alles. Also das Spiel an sich ist schon ziemlich alt. Das braucht nicht viel, um zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie alt Stardew Valley ist. Aber bestimmt auch 10 Jahre oder sowas. 5 Jahre? Muss ich auch nachgucken. Ich weiß es gar nicht. Hier steht auch nichts drin. Ah, ne, lokales Koop starten. Lokal wollen wir nicht. Ne. Steht jetzt nicht in den Optionen drin. Aber das lässt sich alles rausfinden. 2016 kam es raus. Ja. Also keine 10 Jahre, 8 Jahre altes Spiel. Wenn du jetzt einen 8 Jahre alten Laptop hast, kannst du es immer noch spielen. Muss keine Insekten mehr töten, geh weg. Auch wenn ich das Käferfleisch als Köder benutzen kann. Okay, ich bin nicht tief genug gegangen für Eisen. Eisen anscheinend. Probieren wir es demnächst ab Level 30 aus. Aber hier gibt es Kohle, was ich auch gut finde. Ist nicht der beste und der Intel gar keine Grafikkarte. Ja, prüfen wir einfach alles nach. Und wieder raus. Steht ja alles im Internet. Ansonsten wird Zeit für einen neuen Laptop. Ja, das ist alles. So, ich muss wieder raus. Wird langsam gefährlich von der Zeit her. Ich habe nicht aufgepasst. Und ich möchte nicht in den Minen zusammenbrechen. Mine verlassen. So viel zu, ich kriege Eisen mal eben schnell. Können wir noch was verkaufen? Den Topaz verkaufen, die verkaufen wir nicht. Nein, Diskkartoffel auch nicht. Aber eine der Zwergschiffsrollen verkaufen wir. Schön wegsortieren, was ich so habe. Zur Jugendweihe. Wann ist denn deine Jugendweihe? Weg. Hund hat sich in mein Bett gelegt. Ist es noch ein Jahr hin zur Jugendweihe oder ist es dieses Jahr? Hofarbeit Stufe 8. Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität. Ein Fass. Ah, jetzt können wir, glaube ich, Bier herstellen. Ölpresse. Luxusgeschwindwachs. Können wir laufen? Schneller laufen. Das ist nur ein Gold wert. Vielleicht ist mehr wert, nachdem man es bei Günther gelassen hat. Die Geister sind höchst zufrieden. Der Brokkoli kann auch hier raus. April. Ah. Wenn es also auf deinem alten Laptop nicht läuft, warten wir bis zum neuen Laptop. So. Und schon wieder meine Gießkanne hingepackt. Da.
Ungefähr 30 Tage, ja. Ja, schau morgen einfach mal nach. Wie lange bist du denn bei deinen Großeltern? Ich dachte gerade, wer hämmert da unten rum? Aber es ist Robin, der an meinem Hof arbeitet. Im Bau. Robin ist im Bau. So. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich gießen werde, weil ich glaube, die Sachen werfen gar nichts mehr ab. Also der Mais bleibt stehen übers Jahr. Ich gieße noch mal so einmal die Sachen rum, die hier so stehen. Aber dann kann ich die Gießkanne abgeben. Jetzt habe ich auch genug Geld für die Hauserweiterung und ich brauche noch genug Geld, um neues Saatgut zu kaufen. Ist ja auch gut. Die Batterie brauche ich auch für irgendwas. Aber erst wesentlich später. Aber ich behalte sie mal. Wer weiß. Ich habe immer noch ein bisschen Geld, das ich verticken kann, wenn ich es brauche. Ich habe schon ein bisschen Samen im Herbst. Kürbis doch 13 Tage. Seltene Saat auch. Brauche dringend irgendwas zum Mahlen. Nicht ausmalen, sondern zum Kaputtmalen. Peperoni kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das und das. Die Süßkartoffel brauche ich nämlich auch für einen. Ich glaube, das ist die Herbst. Ja, Süßkartoffeln, dann haben wir die nämlich schon. Und eine Mais. So, nehmen wir mal einen. Glaube, für die Speisekammer Qualität brauche ich auch 5 goldene Maiskolben. Und da fehlt mir einer, aber den kriege ich noch. Aber darum nehme ich den Mais nicht. Dafür. So. Das und das bringe ich mal ins Gemeindehaus. Die Sachen, ach, kann eh nicht aufbrechen, also wollen wir ja nicht mitnehmen. Können wir ja nicht rübergehen. Ich wollte Eisen haben. So, also geht's in die Mine. Wir holen Eisen. Stand noch irgendein Herbst-Sommerfest an? Ah, der Buchhändler ist in der Stadt. Aber die Bücher sind zu teuer. Okay, Mine 25 war nicht tief genug. Wir haben 40. Jade. Ja, hier gibt's Eisen. Endlich. Und die Viecher sind wieder schwerer zu töten. Da hinten ist mehr Eisen. Frage, mache ich noch bis zum Saisonwechsel oder mache ich gleich Schluss? Ich glaube, ich mache noch die 3 Tage bis zum Saisonwechsel. Runter geht's.
nämlich so ein bisschen meine Farm umgestalten. Zum Ende des Sommers. Von den Kohledingern, die sind so niedlich. Aber die muss ich leider auch töten. Da ist noch Eisen. Ja, Fledermäuse muss ich auch töten. Die sind so happy. Und die sind so Ghibli-Movie. Es tut mir so leid, sie zu töten, aber sie geben Kohle. Wenn ich genug von ihnen getötet habe, kriege ich irgendeinen Preis, von dem ich nicht weiß, ob er sich lohnt für den Aufwand. Das sind 3 neue Eisenbarren. Pro Eisenbarren brauche ich 5 Eisen. Hier oben freuen mich auch. Kann ich alle bei Clint aufmachen, sobald ich meinen Mülleimer habe. Wenn der nicht sogar schon fertig ist und ich es nur überlesen habe. Hier morgen mal zu Clint. Ist ja auch nicht so weit. Ich muss 1000 Schleime töten. Das sind eine Menge Schleime und ich glaube, ich habe so 200 zurzeit. Da ist noch ein Quarz, den nehme ich mit. Quarz ist auch ein verfeinerter Quarz. Weil es ja eigentlich nur ein geschmolzener ist und was so gar nicht funktioniert. Aber was soll's. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Runter geht's. Ein Schattenschleim. Mit einem besonderen Ding auf dem Kopf. Ein Königsschleim. Ein Waldschwert. Stufe 3. Ja, mittlerweile zu schwach. Ah, die Zeit ist schon zu Rolle. Nice. Eine gefrorene Geode. Die Kohleviecher, wenn die durch Steine springen, machen die kaputt. Darum liegt einfach mal so random ein Stein auf dem Boden rum. Sterbt alle, 16 Uhr. Geht die Zeit in den Minen langsamer? Level 50, das hatten wir alle schon. Der Macher des Spiels, Consort Ape, hat es wirklich geschafft, dass man Mitleid mit fast allem hat. Okay, Level 50 gibt es auch noch Eisen. Und runter geht's. Ah, wieder ein Kampfding. Ah, hier steht sogar, in dem Gebiet wimmelt es von Monstern. Tunnel.
Wenn man so ein wesentlich besseres Schwert hat, ist es tatsächlich ganz angenehm. Der Weg war schon die ganze Zeit offen. Ja, kommt alle zu mir, lasst euch von mir töten. Golderz. Und ein Fisch hat der Geist dabei gehabt. Okay. Auf abzuhauen. Und die Fledermaus töten wir auch noch. Dann geht's runter. Aquamarin ist zwar nett, aber jetzt auch nicht so mega. Da schon mal die Treppe runter. Den einen Stein, den ich umgehauen habe. Ist hier hinten noch Eisen? Nehmen wir über 6 Eisenbarren. 7 Eisenbarren jetzt. Und wenn ich noch 3 zu Hause habe, sogar 8. Verfeinerter Quarz. Und Kaffeebohnen. Wir haben in einem Stream etabliert, dass Kohle, wenn zu viel Druck ausgesetzt wird, zu Kaffeebohnen wird. Und deshalb haben die kleinen Kohleviecher Kaffeebohnen dabei. So komme ich echt dazu, die ganzen meine Schleime zu töten, die ich töten muss. Besonders wenn sie nur einen Schaden machen. Sehr nett ist. Bäcker klingelt wieder sehr früh morgen. Habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Senior Girl. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für den Follow. Was macht dann immer happy? Weg nach unten hat sich geöffnet. Sehr schön. Hier wimmelt es auch von Monstern. Okay. Eigentlich will ich Eisen. Aber ich nehme auch Fische und Zwergenschriftrollen. Was weiß ich. Ich habe ja auch den Auftrag, euch alle zu töten. Aber ich glaube, nach diesem Level muss ich mich dann auch auf den Heimweg machen. Nämlich langsam ganz schön Schaden. Viele kleine Nadelstiche, die die Viecher mir zufügen. Unser Baby. Ein plattes Baby. Sehr schön. So. Ich hätte gerne wieder Eisen zum Aufbauen. Golderz. Sah aus wie ein Croissant. Fledermausflügel. Ich glaube, die brauche ich. Es gibt für alles Rezepte, was man irgendwie verwenden kann und sonst was. Ich habe hier nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Nee, nicht, ich habe ich fast nicht gesehen. So, das Eisen hier und dann. Also die Ebene noch und dann geht's weg. Kommen wir zum Glück mit der Mine relativ fix nach Hause.
aus hier. So, 49 Eisen. Das ist doch gut. Oh, nein, nein. Nicht unvernünftig werden, nur weil da zwei Eisenminen sind. Heißt das nicht, dass man da einfach hingehen kann und nicht den Preis dafür zahlen muss, dass alles in der Mine bleibt, wenn man da umkippt. Amy streicheln, Bettchen gehen. So. 672. König der Soßen. Was gibt es Neues? Brot. Brot backen ist sehr komplexe Kunst, aber ich mache es einfach für dich. Wichtigste sind natürlich Mehl, aber bevor wir uns um den Teig kümmern, müssen wir unsere Hefe aktivieren. Sie holt warmes Wasser und etwas, woran sie sich nähren kann. Ich benutze hier einfach Zucker, aber Honig und Ahornsirup geht auch. Nice. Und heute ist der letzte Tag vom Sommer. Hallo, heute Nacht um 20 Uhr wird etwas Wunderschönes. Das Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbei, schon lange Reise im Winter. Wir versuchen uns alle am Strand, um ihn zuzusehen. Ja, da bin ich dabei. Und ich bin schon voll. Zack. Schon mal ein Riesenteil entsorgen. Hierhin. Hierhin. In die Kiste kann. Das, das. Den Fisch kann ich verkaufen, verkaufen. Das kann da rein. Das wird alles verkauft. Und wir wollten letztens Jade, behalte ich mal. Oh, das ist ein Schwert zum Verkaufen. Keine Jadefische. Haben wir hier noch Dinge, die weg können? Ja, Goldsachen. So. Tomaten. Anscheinend ist mein Kürbis nicht fertig geworden. Nein. Oder er wurde von einem Raben gefressen. Da muss Dimitrios jetzt eine ganze Weile warten, bis er wieder. Nein. So, den Hopfen war ich auch auf, weil wir jetzt Fässer machen können und vielleicht kann ich mit dem Fass ein Bierchen brauen. Ich habe nicht alles Mais bekommen, das ich brauche. Ah, warte, ich brauchte noch Mais für irgendwas anderes. Ja, Qualität brauche ich das, aber für irgendwas anderes brauchte ich auch noch Mais. Ah, hier. Nutzpflanzenherbst. Darum lassen wir jetzt ein Mais. Kommt in diese Kiste. Da haben wir auch viele, die können weg. Kristallfrucht kann weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und wir gucken, ob wir den Hopfen verfeinern können. Und dann kann das hier rüber. Das kann da rein. Wir nehmen die Gießkanne. Und wir gießen nur den Mais. Alles andere verdorrt morgen, glaube ich. Und damit wir uns dann nicht so viel Sorgen machen müssen. Zack. Nehmen wir uns hier die Sprenkler. Und setzen die dahin, wo sie passen. Eins, zwei, da. Eins, zwei,
Und anscheinend brauchen wir hier unten auch noch einen. Ah ne, der ist zu weit unten. Allein zu weit unten. So, das ist die oberste. Wir brauchen da einen. Dann brauchen wir hier einen. Da ein. War doch richtig. Na gut. Ah ja, das ist jetzt in einer Linie. Und dann. Machen wir weitere Sprenkler. 1, 2, 3, 4. Erstmal. Es wäre. Gute Nacht, Pocayo. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dass du zum Quatschen da warst. Wir brauchen hier eine Reihe, die dicht macht. So, die anderen Sprengler setzen wir erst, wenn der Sommer vorbei ist. Quartiersprengler da rein. Da machen wir einfach alles, wenn es soweit ist. Kann ich mein Sch das Holzschwert reinwerfen? Kann ich nicht. Die baut heute nicht weiter. Frechheit. Dann packen wir dich weg. Und wir brauchen 5 Kupfer, um 2, 3, 4, 5. Um meine Gießkanne zu verbessern. Ah, meine Maus ist alle. Frechheit. Gucken wir, ob Clint da ist. Oder ob der auch schon weg ist. Ne. Sehr schön. Der Eisenmülleimer. Stahlmülleimer. So, Werkzeug verbessern. Kupfergießkanne. So, ich sollte erstmal mit den ganzen Sprengtern, die ich habe, über die Runden kommen. Sag mal, fangst du Blaubeeren an? Ja. Möchtest du eine Weintraube? Das ist ziemlich nett von dir. Danke. So bin ich. Für gerade kommt später zurück. Okay. Ich gehe wieder. Ah, dann kann ich. Ich hätte Geoden öffnen können. War hier alles im Sommer. Im Herbst, wenn der Sommer vorbei ist. Dann bringe ich auch wieder Sachen in die Mine. Die Sachen können jetzt aus dem, nicht nur geradeaus, sondern noch viel weitere Dinge pflanzen. Und die Gießkanne kann dann hoffentlich auch ein bisschen mehr spannende Dinge tun. Dann gehen wir noch ein bisschen. Ich habe jetzt bis 10 Zeit, bevor ich groß was machen kann. Und ich dachte, ich könnte mein Silo befüllen, aber dem ist anscheinend auch nicht. Hast du was Besonderes dabei? Thunfisch. Aquarium. Nee. Nachtfische. Ozeanfische. Der Buntbarsch fehlt mir. Ich glaube, den kriege ich mit. Tomatensaat. Nee. Bauernmahlzeit. Plus 3 Hofarbeiten. Das ist teuer.
Also ich nehme ja gerne Dinge, die sowas sind. 1000 für ein seltenes Rad ist mir auch zu viel. Hat das so ein Schweinchen mit einem Fest. So, jetzt kann ich hier meine... direkte mysteriöse Box. Und ein Pilz. Irgendein Hinweis nach der süßesten Geschmack. Ich glaube, wir können das noch nicht lösen. Ich wusste mal, was es war. So lange gebraucht. Der Fisch wirkt auch nicht sonderlich schwer. Ich glaube, Karpfen sind nicht so schwer zu angeln. Der ist schon ein bisschen lebendigerer Fisch. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich habe immerhin den Schatz auch gekriegt. Der Schmetterling, der da oben lang fliegt, hat mich abgelenkt. Waldspringer. Diamant und ein Skelettschwanz. Wenn das sich gelohnt hat, ich muss mal eben da unten den umbringen. Sammlung. Fische. Waldspringer. Ein sehr empfindlicher Fisch, der nur Teichtief fängt. Brauche ich dich? Oh ja. Im Aquarium. Bist du einer der Spezialitätenfische? Du bist ein Spezialitätenfisch. Sehr schön. Hat sich gelohnt, hier zu angeln. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen. Dann gehen wir noch zum Abschluss. Die Fische gucken. Gerade noch so gefangen. Es gibt, glaube ich, Dinge, damit man unten nicht so sehr hüpft. Noch ein Waldspringer. Und vergrößert den Angelbalken. Ich wusste nicht, dass der Angelbalken da auch vergrößert werden kann. Oh ja, ganzes Stück. So, ziehen wir noch ein bisschen was raus. Die Episode wird etwas länger. Könnt ihr da auf YouTube ganz entspannt gucken. Und hier ich auch mein Angeln. Na komm her. Das ist ja so ein Springer, hm? Ja. Du hast deinen letzten Köder verbraucht.
Ich glaube, irgendwann ist es die einzige Methode, um noch sicher an Hartholz ranzukommen. Also im Moment habe ich noch genug auf der Farm. Aber irgendwann geht man tatsächlich für Hartholz hier in den Wald. Die Energie ist ja schon ganz schön aufgebraucht. Dass du heute auch sonntags nicht arbeitest. So, ich würde gerne diese Spur beibehalten. Machen wir hier mal alles kaputt. So. Einen davon muss ich behalten. Und den kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Wohl ein. Brauchen wir davon? So was behalte ich. So Karpfen behalte ich, weil Leute, glaube ich, Karpfen mögen. So. Starten wir mal hier neu. Wann war das nochmal? Briefe um 22 Uhr. Ich wollte noch Sachen schmelzen. Nötig Kohle. Das kann da rein. Zack, zack, zack. Können aber hier die Sachen Kisten entleeren, damit das aus den Füßen ist. Und sortieren. So, ich hätte die Sprenger gerne da. Also habe ich hier noch den Weg. Oder möchte ich zwei da drumherum haben, damit ich an der Vogelscheuche sicher vorbei kann. Ne, ist glaube ich okay. Ich glaube dann. Da einer. Ich glaube, du kannst da weg. Und da muss sozusagen die nächste hin. Aber wir setzen mal eine hier rüber, damit die nicht im Weg ist. So, und was haben wir einmal da? Es sieht schon okayisch aus. So. Dann packen wir dich hier rein, weil wir dich wegbringen wollen. Packen dich hier rein, weil wir Leuten Fische geben wollen. Und du kommst auch hier rein, weil du zu Gunther oder ins sonst wohin kommst. Ah doch, die eine Lampe ist ja jetzt nicht auf dem Boden. So. Piep, piep, piep. So, gehen wir zum Fischer. Gucken. Ich glaube, das ist ein echt schönes Fest. Und auch ein schöner Abschluss für den Stream. YouTube-Video ist jetzt ein bisschen länger, aber das ist dann halt so. Ganz der Mond dich quallen am Strand hat begonnen. Aber wenn das mal nicht perfektes Timing ist.
Ich hätte mich dann, wenn ich die Quallen einmal gesehen habe. Wie sehr habe ich mich gefreut. Was, warum schaust du so denkst? Ich bin beeilt, um sowas zu genießen. Nun, der Sommer ist vorbei, um ehrlich zu sein, ich werde keine einzige dieser lästigen Mücken vermissen. Ich schleiche mich einfach an, wenn die Quallen kommen. Ich will niemanden belästigen. Und Linus. Irgendwie ist es ziemlich kalt, wahrscheinlich weil der Herbst kurz bevorsteht. Gehen, ich sollte schon längst schlafen. Diese Mondlichtquallen, was für eine bewegte Spezies. Wir haben sehr viel Glück, dass sie auf den langen Reisen Süden hier Halt machen. Hey, ich zolle im weiteren Fall im Sommer meinen Respekt. Es ist ganz schön große Menschen für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber in der Nähe des Strands. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es vor, als hätte er gerade erst begonnen. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse es jedes Mal. Das Leben ist für eine Qualle so einfach. Sich einfach für immer in den Wellen tragen zu lassen. Mondliche Quallen. Ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich nie versuchen. Kuss. Sag bloß nichts mehr, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Mondlichtquallenbanner, Wolkenaufkleber, Raumschiff, Meerschaumpudding. Plus 4 Fischen. Viel zu teuer. Deine Preise sind abartig. Ich frage mich, ob die giftig sind. Solch eine seltene und aufregende Sache. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt, etwas Großes, etwas Dunkles. Ich will die seltenen grünen Bubble sehen. Diese Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes werden sie wieder hier. Seid ihr schon beeindruckend. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Guten Abend, Onkel Rod. Die Monde sind nahe. Ich habe es im Fernsehen schon leuchten. Bald wird das Kerzenboot durchsingen, kommen sie zur Anlegestelle. Hallo. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor dem Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Dort, ich habe das Leuchten sehen. Es ist weg. Lass uns diesen Blick über dieses endlose See schweifen. Tief unter Wasser existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Ich habe damit extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Wenn wir weiter in den Ozean fischen, werden diese Quallen sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Ist ungeheuerlich. Haben wir keinen Respekt mehr vor der Natur? Du wohnst am Strand. Und denkst du, ja. Boot kann los. Sogar die Möwen freuen sich. Das wird ganz schön hell. Und Babyquallen. Da freut sich Jess. Das sieht anders aus. Wolfus! Vielen Dank für den Raid. Wolfus! Das Leuchten ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen Wege das weite Unbekannte fort. Julia 21. Und es ist Zeit, ins Bettchen zu gehen.
Danke, Wolfowus. Gern geschehen für den Shoutout. Wenn man mich gradet, kriegt man auch einen Shoutout. Bist du auch Wolfus? Bist du auch Stardew Valley Fan? Und ich bin so dankbar für den Raid. Wir haben heute ordentlich Geld verdient. Ich habe jetzt meinen ersten Tag im Herbst. Ups. Und wollte tatsächlich gerade auch ins Bettchen gehen. Ich glaube, ich werde den Raid weiterführen, wenn das okay ist. Es tut mir nur leid. Aber auch ich muss morgen früh raus. Und aber ich habe dich zurückgefollowt und werde mal in deinen Stream reingucken. Mal gucken, was ich finde. Ich kann nämlich noch nicht nach irgendwas sortieren. Ponyconio. Wir raiden einfach mal rüber. Vielen Dank fürs Dasein. Schön, dass du mir gefolgt bist, Wolf Uwe, Wolf, Wolfus. Ich krieg's hin. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Es tut mir leid, dass es so kurz vor knapp hier gekommen seid. Aber wenigstens habt ihr die schönen Quallen noch gesehen. Das ist doch auch was. Night, night. Vier, drei, zwei, eins, right now.
Muss man rein?